So, es geht weiter. Moment, habe ich hier alles gedrückt? Ja. Es geht doch weiter als Zauberer in Diablo Level 31. Ich bin gespannt. Ich mache so einen kleinen Grind. Mal gucken. Ein, zwei Quests vielleicht. Mal schauen. Mal schauen, wie weit ich heute komme. So, gehe ich doch direkt mal rein. Schon mal gucken, was habe ich überhaupt hier für Missionen gerade am Start? Ach so, hier muss ich. Warte mal, wo bin ich denn gerade? Ah, hier. Das muss ich abschließen. Dann mache ich das doch gerade mal, oder? Dann ist das ja schon mal erledigt. Ja, und vielleicht kriege ich ja noch eine gute Belohnung dafür. Reisen wir mal rüber. Es hängt doch ein bisschen hier heute. Ich habe ein paar von Bregas Büchern geborgen. Meine Güte, ihr habt etwas davon gefunden. Herrin Bregas Werk. Ich dachte, sie wären beim Angriff verloren gegangen. Tja, falsch sie gedacht. Sie war ziemlich gebildet, wisst ihr. Danke, gütiger Wanderer. Ja, bitte. Von ihrem Vermächtnis ist nicht viel übrig, aber dies wird sicherlich das Gute würdigen, das diese Familie für Scotland getan hat. Was kriege ich dafür? Mal schauen, was da drin ist. Ein trüber Kristall. Immerhin. Okay, also, was muss ich hier machen? Felder des Niedergangs tötet Khazra des Blutclans, um Schwarzhorn hervorzulocken. Tötet Schwarzhorn und bergt seinen Kopf. So, das ist ein bisschen zu hoch. Geheimnis der Quelle, ja, weiß ich immer noch nicht. Okay, dann machen wir das. Felder des Niedergangs. Da müssen wir wieder nach oben. So, ja. So, ja, ich krieg hier ein Upgrade, aber ich brauche diese Tierknochen oder irgendwie sowas, ne? So, ich gehe einfach hier raus und dann komme ich da schon hin. Was hängt denn das heute so doof? Serverlag ist da. Krass, was ist denn da los? Das stinkende Ackerland. Ey, das ist ja brutal am Laggen. Was ist denn hier heute los? Sind so viele am Spielen oder was ist das? So, erstmal alles kaputt blizzarden.
Oh, hier ist auch eine Quest. Wilder Mond. Helft ihnen dabei, den seltsamen Ruf abzuwehren. Was ist denn mit euch hier? Vergessen? Nee. Okay, ich kümmere mich erstmal um meine Mission. Nötige Mana. Mein ledierter Rubin. Also ist es irgendwie gerade so ein bisschen. Also ich habe vorhin den Grafiktreiber geupdatet. Weiß ich, ob es damit zu tun hat. Das nötige Mana. Mit ihm? Es ist getan. Da wird ja schön abgesahnt hier mit den Kollegen. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Was habe ich denn da bekommen? Kurz vergleichen. So, ups. Abklingzeitreduktion ist ein bisschen geringer. Plus 5 alle Werte gegen plus 7 alle Werte. Plus 3 halt eine Heilung. Ah, ja, was kann das? 9% gegen alle Schadensarten, 3,5% Schaden über Zeit, plus, ja, aber meiner mit den Ringen, das ist halt schon geiler.
Wir mal gucken, was das für eine Quest ist. Ich höre die Wölfe. Immer umkreisen sie mich, greifen und beißen nach mir. Sie wollen, dass ich mich ihnen anschließe. Momentan bin ich noch ich selbst. Aber ich brauche Hilfe, damit das so bleibt. Einige Ritter der Kathedrale kamen vor einer Weile vorbei, um das Böse in Sarats Unterschlupf zu bekämpfen. Einer von ihnen hatte ein Amulett. Die Wölfe schwiegen in seiner Gegenwart. Ja, ja, klar. Die Ritter sind nicht zurückgekehrt. Aber vielleicht könnt ihr mir das Amulett bringen. Vielleicht kann ich das. Wessen Rufe hört ihr? Ich kann sie nicht sehen, aber ich höre ihr Heulen. Alle, die ihnen folgen, verschwinden in der Wildnis. Warum bittet ihr nicht andere um Hilfe? Dieser Druide Atea will helfen. Aber Druiden kann man nicht trauen. Nein, sie haben uns verlassen. Ich brauche jemand anderes. Nun, hier bin ich. So, Wilder Mond. Nehmt aus Sarathas Unterschlupf lichtgesegnetes Amulett. Ach, das ist ein Dungeon. Oh, für Zauberer. Wenn ihr Eisrüstung wirkt, seid ihr 2 Sekunden lang unaufhaltsam. Eisrüstung, ja, aber habe ich nicht, ne? Eisrüstung. Ah, hier, Eisrüstung. Oh mein, ist denn hier? Um euch bildet sich 6 Sekunden lang eine Eisbarriere, die Schaden in Höhe von 30% eures Basislebens absorbiert. Während Eisrüstung aktiv ist, wird 5% eures verursachten Schadens der Barriere hinzugefügt. Ja, okay. Also in den Dungeon. Nun, warum nicht? Fehlt das nötige Mana. Ekelhafte Viecher. Wen bin ich denn hier getroffen?
Oh, pelzbesetzte Stiefel. Ich achte alle Werte. Nein, ich will die Feuerkraft. Auch noch mehr von euch. Ich weiß nicht, ob der Dungeon jetzt so gut funktionieren will. Was ist denn das hier für eine Gegend? Was, wie, wo, wer und was, warum? Sehr unangenehm. Was denn? Wo denn? Ach, brauchen wir das nicht. Ach, was denn? Na, wie viele von diesen Viechern sind denn hier überhaupt? Ja gut, wir probieren es mal. So, zerstört seidener Turm 3. Nehmt aus Sarahs Unterschlupf lichtgesegnetes Amulett. Ich bin gespannt, wie ich das hier drin überlebe. Geht schon los. Hier. Kriegt direkt krassen Giftschaden hier. Immunblase. Warte mal, was habe ich denn was habe ich denn hier für Dinger noch? Kältewiderstand. Das. Hä? Habe ich das genommen? Ah ja, doch, genau. Okay, dann beiden, die ich bekommen habe, kann ich noch gar nicht benutzen. Und das hier, Kältewiderstand, ja. Gut, ich nehme einen, aber weiß ich nicht, ob ich den gebrauchen kann. Was ist mit dir?
Und das nötige Mana. Es ist doch sehr unangenehm hier. Was haben wir denn für einen Zauberstab? So, bisschen mehr Schaden pro Sekunde. Plus 4 Glückstrefferchance. Ich habe nur 3,9. Plus 10 alle Werte. Was hat er? 5,8 Schaden gegen unser Kontrollverlust. 7 gegen Verlangsamte. 9 gegen Entfernte. Gegen 4. Ja. Der hat zwar natürlich mehr pro Sekunde, aber die anderen Sachen sind halt auch gut. Stiefel. Okay. Oh, auch plus ein Rang Flammschild, aber leider minus 11 Rüstung. Das ist natürlich schade. Oh, was ist das denn? Okay, was ist hier? Schrein des Schutzes.
Schrein der Druck. Ich gehe mal hier rein. Und mal gucken, ob das nicht so. Also nicht, dass ich was verpasse. Hallo? Ich glaube, das geht hier im Kreis. Ich habe kaum noch Mana. Auf jeden Fall voller Gift. Oh, wer ist da? Wir haben schon mal das Amulett. Okay, aber wir können ja hier noch mal ein bisschen weitermachen. Zermahlene Tierknochen, das brauche ich auf jeden Fall. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Doch ein bisschen aufregend hier. Das ist ja ein ganz wildes Dungeon hier. Warte mal, von da komme ich. Hier geht auch noch was ab. Ich habe kaum noch Mana. Druidischer Talisman.
Naja. So, gehen wir mal hier lang. Da war meine Gesundheit aber ganz schön unten, habe ich hier gar nicht bemerkt gerade. Nächster Brief. Ich bitte dich um einen Gefallen innerhalb der Familie. Wir haben ein Spinnenproblem auf der Farm und meine Frau reißt mir den Kopf ab, wenn ich mich nicht darum kümmere. Spinnenproblem. Ich vermute, hier ist irgendwo ein Nest. Hol unsere dämlichen Cousins und bring einen Krug von deinem Fuß. Nüchtern mache ich das bestimmt nicht. Die schon besiegt oder was? Jetzt schon wieder die heroische Segel. Okay, hier geht's zwar zurück, aber in dem Gang war ich ja noch nicht.
Statt dem Fokus. Plus 19 Geschicklichkeit, plus 19 Stärke, plus 6 Barriereerzeugung. Interessant. Oh, Rohleder noch. Denn da oben? Da müsste ja noch irgendwo so ein seidener Turm sein. Da war ich jetzt. Ja, doch, da war er. Da ist er doch schon. Zum Unterschlupf der Königin. Okay. Aber was haben wir jetzt hier? Noch so ein Ding mit Sockeln. Oh, plus 8 alle Werte, plus 7 alle Werte. Plus 10 Leben beim Töten eines Gegners. Das ist, gefällt mir auch. Das gefällt mir. Ich habe zwar nicht Widerstand gegen Kälte, aber dafür plus 10 Leben beim Töten eines Gegners. Das hört sich doch gut an. Und wenn wir dann den Stein noch da reinmachen, das behalten wir mal. So, also jetzt muss ich hier hin, ne? Unterschlupf der Königin. Gibt wahrscheinlich jetzt nochmal so einen kleinen Endbosskampf hier. Da finde ich erstmal was. Oha. Da ist er doch schon. Heilige.
los. Ich bin doch. Für die Vorbereitung. Oh, das war Green. Da Schmerzen überall. Ich hab keine Heiltränke mehr. Oh Gott, ist das, oder? Hier sind die Tränke ausgegangen. Oh, ich bin lieber. Ja. Muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen oder geht es jetzt an der Stelle weiter vielleicht? Ich guck mal kurz rein. Es geht von vorne los. Mach doch hier die Wand. Ich mach doch die Wand. Thank you.
Ich bin noch nicht bereit. Ich hab sie doch. Uiuiui, beim zweiten Versuch. Belohnungen verfügbar. Einfordern mit. Mit Y. Codex der Macht ansehen. Y. Ah. Ach so, ich habe einen Aspekt jetzt. Ja, schön. Ja, leider brauche ich den gar nicht so, aber gut. Ich habe ihn nicht. So, dann hätten wir doch hier alles abgeschlossen. Das haben wir. Das haben wir. Dann raus hier, würde ich sagen. Das wollte ich nicht. Oder will ich das doch? Ach, das kann ich einfordern. Ein Fertigkeitspunkt. Dann wollen wir den doch mal verteilen. So, Mana-Generation, Regeneration ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, jetzt kann ich hier hochgehen? Bestimmt, oder? Lustig, dass die kleinen Spinnen Gold dabei haben. Ja. Vorsicht! Was für Vorsicht? Damn.
Ehre spielen. Ich habe dieses Amulett gefunden. Lass mich mal sehen. Ah, ich spüre es schon. Das Geheule wird schwächer. Danke, gütiger Fremder. Ich weiß nicht, wie lange ich ohne noch standgehalten hätte. Oh, noch ein Fertigkeitspunkt, wollte ich sagen. So, wilder Mond. Mal gucken, wie wild der ist. Oh. Oh, Elixiere, das ist schon mal gut. Und was habe ich hier? Plus ein Rang für Feuerball. Auch interessant. Warte mal, ich muss mal erstmal hier weg, weil hier kommen mir zu viele Spinnen. Und dann gucke ich, wie ich den Punkt verteile. So, hier habe ich doch erstmal meine Ruhe. So, jetzt gucke ich da nochmal nach Feuerball. Wo ist denn Feuerball? Meteor. Hydra. Ach, das ist Feuerball. Nee, will ich nicht. Ich will das hier benutzen. So, ich brauche mal so einen Typen, der genau hier Juwelen schmiedet. So einen brauche ich doch. Glaube ich. Genau, entsockeln. Entsockelst mir. Bis hier. Packst das in das. So. Okay, und jetzt noch mal kurz prüfen hier, was. Das wäre ganz cool, wenn es nicht Feuerball wäre. Oder warte mal kurz. Okay. Ich will nochmal Feuerball angucken. Nee, Feuerball will ich nicht.
Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oder sagen wir 19, bis hier. Ach, ich brauche einen Schmied. Wo ist der Schmied? Beziehungsweise wir verkaufen erstmal ein bisschen was. Erkauft. So, den Rest wiederverwerten wir mal. Was noch übrig ist, was hier. Nutzt es weit. So. Achso. Aufwerten. Ha, besser als ich dachte. Das gefällt mir auf jeden Fall auch ganz gut. So, was können wir hier noch machen? Oh, das geht auch. Plus 6 Rüstung. So, hier fehlt mir natürlich wieder überragendes Leder. Alles reparieren. Mein Hammer singt bei eurer Rückkehr. Gehen wir noch zur Truhe. Was ist denn hier für ein Ding drin? Ich glaube nur so ein minderwertiger. Wir müssen doch noch mal entsockeln. Ja. Ach so, einen besseren kriege ich sowieso nicht hin. Mögen die Sterne euch leiten. Hä? Wie?
War hier nur ein Ding drin und ich könnte hier noch eins reinmachen? Oder bist du die ganze Zeit nicht gecheckt oder was? Weil der Stein ist ja von hier. Okay. Das ist ja dumm von mir. Achso, der Juwelentyp ist ja da hinten. So, was packe ich denn dann da rein? Eine Rüstung. Na gut, herstellen können wir es ja mal auf jeden Fall. Schauen wir mal, was wir da noch im Angebot haben. So, also, wir haben Rüstung und haben noch einen Slot frei. Hatte ich den wirklich vorher frei? Ja, hab's irgendwie nicht, dann habe ich es nicht gecheckt. Okay. Also, Rüstung. 5% Reduktion von erlittenem Schaden über Zeit. Plus 28 Dornen. Oder hatte ich das gerade da drin? Das hatte ich doch da drin. Ach, dann habe ich das wahrscheinlich, als ich den Schädel rausgenommen habe, gleich mit entsockelt. Ah, das kann sein. Okay. Dann könnte ich versuchen, das noch aufzuwerten. Würde ich sagen. Das hätte ich auch gerade schon probieren können. Fehlt mir ein trüber Kristall leider. Hütet euch vor den Neidern, werter Freund. Jo. Warte mal, was kann ich stattdessen machen? Gut, machen wir hier Fähigkeit noch klar. Was können wir denn machen? Was mache ich da? Blitz vielleicht verbessern.
Ach, schwierig, schwierig. Was ist denn hier noch zum Beispiel? Die Hydra macht nur so wenig Schaden? Ach so, jeder Kopf speit Feuer und verursacht 58 Schaden. Ach so, ach so, ach so. Okay, Glücksraffer. Das ist so schwer, warte mal, das habe ich vorhin gemacht, ne? Weniger Schaden, nachdem sie von euren kritische Treffer mit Schockfertigkeiten erhöhen eure Bewegungsgeschwindigkeit. Schockfertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 3% Gegner 3 Sekunden lang zu betäuben. Ich nehme einfach das hier fertig. Muss ich noch hin? Das erledigen wir auch noch mal schnell. Ich habe seinen Kopf mitgebracht. Nun, ihr enttäuscht mich nicht. Anders als diese Schutzsteine. Verdammte Dinger hielten nicht mal 2 Wochen. Mal sehen, ob der aufgespießte Kopf dieses Bastards besser funktioniert. Hier habt ihr euer versprochenes Gold. Sehr gut.
So, Gold. Ah, und diese Kiste. Oh, Leder. Leder. Leder gut. Was ist hier? Warum ist das hier so? Egal. Jetzt kommen die Ziegenmenschen hinterher. Ich habe jetzt keine Zeit für euch Ziegen. So, war denn jetzt hier auch ein Alchemist eigentlich? Ah ja. Müsste doch eigentlich genug von diesen gemahlenen Tierdingern haben. Ah ja. Sehr gut. So. Möge das Rudel euch leiten. Ja, das Rudel. Magie, Stahl. Ich habe alle möglichen Wunden gesehen. Warte mal, jetzt habe ich doch Rohleder. Brauchte ich das nicht für eine Aufwertung? Sagt dieser Stahl euch zu? Ja. Ja. Ha, besser als ich dachte. So, noch einer geht wohl nicht, ne? Ne, wir brauchen hier überragendes Leder. Aber warte, wo konnte man das denn nochmal herstellen? Ich weiß es nicht mehr. So, ich würde sagen, haben wir doch wieder ein bisschen was geschafft an dem Abend. Ich mache dann mal einfach Schluss für heute. Ich danke jedem fürs Zusehen und wer Lust hat, kann ja gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Schönen Abend noch. Tschüss.